Hallo, herzlich willkommen bei unserer neuen Interviewreihe. Und zwar diesmal geht es um Burnout. Ich weiß nicht, ist das schon eine neue gesellschaftliche Krankheit? Und darüber werden wir sprechen. Neben mir ist die Sandra, die ist Expertin mit Hypnose und Psychologie. Habe ich das richtig gesagt? Mentalcoaching, richtig, ja. Genau. Ja, ja. Was ist da los in unserer Gesellschaft mit dem Burnout und alles Mögliche? Wie du schon sagst, Hakan, es ist so, wenn du dir die Zahlen anschaust, die Krankenkassen geben ja jährlich ihre Kassenberichte raus. Wenn du dir das ansiehst, dann ist Burnout eine Krankheit, die wahnsinnig auf dem Vormarsch ist. Ganz viele Menschen, gerade in dieser Zeit, wo Business, ne, eines der Hauptthemen ist, wo jeder also mehr als 100% zu geben hat, mhm, und wo der Konkurrenzkampf so groß ist, werden die Anforderungen immer höher. Und das geht natürlich zulasten der Menschen, die diese Anforderungen erfüllen müssen. Dieser ganze Katalog an Symptomen, der sich um diesen Begriff Burnout rankt, ja, der wird einfach nur dort zusammengefasst. Und wenn man nicht mehr so recht weiß, nicht mehr weiter weiß, wenn viele Faktoren zusammenkommen, Müdigkeit, Stress, körperliche Schmerzen, also wirklich Schlaflosigkeit, all diese Dinge, die werden zusammengefasst unter diesem Begriff Burnout. Diese Krankheit an sich gibt es nicht. Es sind verschiedene Faktoren, die dort mit einbezogen werden und dann unter dem Begriff Burnout behandelt werden. Den Leuten geht es aber definitiv sehr schlecht. Und ganz oft ist die Folge nicht nur eine langwierige Kur, wo Körper und Geist sich wieder erholen müssen, sondern es geht auch einher mit seelischen Problemen. Und später können diese Menschen vielleicht gar nicht mehr zurück in ihren Job, fallen den Kassen zur Last, weil sie in die Frührente gehen müssen, auf jeden Fall nicht mehr zurück in dieses stressige Arbeitsleben können. Ich nehme trotzdem dieses Wort Burnout jetzt mal, damit das auch ein bisschen verständlich für euch ist. Aber es gibt ja so viele, Schüler haben heutzutage, Kinder haben Burnout, Lehrer haben Burnout. Und zwar wir auch im Business haben Burnout, weil die Anforderungen, wie du gesagt hast, sehr hoch sind. Aber wie merke ich denn, dass ich im Stadium Burnout bin? Es ist doch immer besser, vorher eine Behandlung zu machen, als später, wenn dir jemand sagt, du hast Burnout. Du sagst es. Prävention ist natürlich das Beste, was du tun kannst. Das heißt, du kannst der Sache vorbeugen. Das merkst du aber sehr schnell, wenn du leerläufst. Normalerweise reichen dir als Durchschnittsmensch 7 bis 8 Stunden Nachtschlaf. Okay. Wenn du ein paar Tage hintereinander morgens nach 8 oder 9 Stunden Schlaf aufwachst und du kommst nicht aus dem Bett, ja, dann wird es Zeit, eine Pause einzulegen. Ja? Wenn du nicht mehr in der Lage bist, die einfachsten alltäglichen Verrichtungen zu leisten und merkst, du bist erschöpft am Mittag, du kommst aus deinem Mittagstief gar nicht mehr raus, ja? Dann ist es Zeit, präventive Maßnahmen zu ergreifen. Wenn dir die kleinsten Dinge, die dir sonst überhaupt kein Problem bereiten, an die Nerven gehen, du rastest aus wegen ganz kleiner alltäglicher Nichtigkeiten, dann ist es Zeit, die Bremse zu treten. Ja. Ausrasten, so Kleinigkeiten, da sagt dir jemand vielleicht einen guten Satz oder einen guten Wort und du verstehst das hintenrum, oder? Und dann rastest du aus, kann es das sein oder weiß ich jetzt nicht? Richtig, das sind diese sogenannten Trigger, von denen du sprichst, okay, glaube ich. Trigger, ne? Das, okay, das sind einfach Worte, die in dir Emotionen auslösen. Richtig. Ja, an sich würde jemand sagen, nein, das ist doch gar nicht schlimm. Ja, das ist doch ist die normalste Sache von der Welt. Aber du gehst hoch wie eine Rakete. Ja, ja. Das ist dieser kleine Trigger, also im Grunde so eine Art Alarmwort, was dich dann in einen aufgebrachten Gefühlszustand versetzt, deine Emotionen. Was sind denn noch die Zeichen? Schlaflosigkeit hast du gesagt und Trigger hast du genannt. Also Burnout gibt es nicht. Aber im ganzen Großen muss da jetzt, ich muss dir erstmal merken, hallo, außer diesen Stichworten, was wir jetzt gerade gesagt haben, jetzt wird es Zeit. Jetzt muss ich behandelt werden. Wann soll ich zu dir kommen? Richtig, dein Immunsystem wird schwach.
Du bist jemand, der normalerweise vielleicht einmal im Jahr eine Erkältung hat, weil er sich nicht warm genug gekleidet hat im nassen Wetter und es ist der kühle Wind gekommen. Wenn du aber eine Erkältung nach der anderen bekommst und der nächste Infekt steht auch schon vor der Tür, das heißt, du bist gerade aus der Erkältung heraus und dann bekommst du Magen-Darm-Virus oder, ja, also du merkst einfach, dass du aus dieser Schleife des nicht arbeitsfähig, nicht aufnahmefähig, nicht leistungsfähig genug bist, du kommst dort nicht mehr raus. Okay. Ja? Und dann ist es spätestens Zeit, sich Hilfe zu holen. Wow. Du bist längst beim Schulmediziner gewesen, hast dir Grippemedikamente geholt, hast vielleicht auch was eingenommen, um deine Verdauung wieder zu regulieren. Du hast sogar eine Zeit lang ausgesetzt, hast ein paar Krankheitstage eingelegt. Es hat dich auf die Matte geschmissen, wie man so schön sagt. Aber all das hat dir nicht wirklich Linderung gebracht. Du fühlst dich immer noch nicht 100% bei der Sache. Das ist der Zeitpunkt, wo du jemanden besuchen solltest, der schaut, was in deiner Seele los ist. Wo du jetzt gesagt hast, Schulmedizin, was ist der Unterschied zwischen der Schulmedizin und das, was du gerade machst mit der Hypnose und Burnout? Ja, die Ebenen sind verschiedene. Ja. Ja, es ist ja so, dass du dich selbst als ein dreidimensionales Wesen erkennen kannst, als Körper, Geist und Seele. Klar, dass in deinem Körper chemische Prozesse ablaufen und dass du dort natürlich einwirken kannst auf körperliches Befinden durch medizinische Mittel, durch Tabletten, durch irgendwelche Zusätze, die du dir zuführst, Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Wenn du etwas tun möchtest für deine geistige Gesundheit, kannst du dich weiterbilden, kannst dich mit Menschen unterhalten, dich in soziales Gefüge geben, du hast Geborgenheit in deiner Familie. Also das sind Dinge, die deiner geistigen Gesundheit dienen. Wenn es aber darum geht zu schauen, wie ist die Psyche involviert in deine Krankheit, in deine körperliche Befindlichkeit, dann musst du auf einer anderen Ebene schauen. Dann geht es um deine Gefühlsebene, um deine Emotionen, um deine seelische Ebene. Habt ihr euch wiedergefunden in unserem Gespräch, was die Sandra erklärt hat? Diese Ankerpunkte sind sehr wichtig. Sandra, noch was zum letzten Wort? Ja, ich kann euch nur empfehlen, achtet darauf, eure Seele ist diejenige, die Bescheid weiß. Die ist die weise Instanz in eurem Dasein. Und letztlich sind alle Heilungsversuche Aspekte der Selbstheilung. Das heißt, nur ihr seid in der Lage, heil zu werden und euch selbst heil zu machen. Denn ihr wisst, was bei euch nicht in Ordnung ist. Ich kann euch zeigen, wie ihr herausfindet, wie ihr eure Selbstheilungskräfte aktivieren könnt und die Aspekte alle in Einklang bringt. Ich bedanke mich für die Interviewreihe. Danke, Sandra. Gerne. Die Homepage und weitere Kontaktdaten findet ihr unter dem Link, unter dem Video. Und wir sehen euch dann bei der nächsten Interviewreihe mit der Sandra. Bis dann, tschüss.